Hier strahlt die Sonne schon herrlich. Die Bilder vom Lech am Arlberg, die machen richtig Lust auf Urlaub. Schauen Sie sich diesen blauen Himmel an und diese grünen Hügel. Sehr, sehr schön. Ja, sehr warme Luft dringt mit südlichen Winden aus dem westlichen Mittelmeerraum bis zur Nord- und Ostsee vor. Das ist über Frankreich und Nordwestdeutschland mit Regen und Gewittern verbunden. Vom westlichen Mittelmeer über Italien und weite Teile Mitteleuropas bis zum nordwestlichen Schwarzmeerraum scheint auch die Sonne. Also beste Aussichten auch. Schauen wir gleich nach Österreich. Auch hier Sonne pur, vielleicht ein paar Wolken noch mit dabei, aber die haben überhaupt keine Bedeutung. 27 Grad in Zwettl, in Linz, in Salzburg, 28 Grad in Lienz, 28 Grad und keine Wolke am Himmel in Wien und immerhin 32 Grad in Innsbruck. Also ein richtig feiner Sommertag kommt da auf uns zu. Im Westen, wie gesagt, Höchsttemperaturen von 31 Grad. Selbst wenn dann ein paar Wolken dazukommen, die sind aber harmlos. Auch in der Nacht sinken die Temperaturen nur auf 25 Grad runter. Also eine sehr, sehr milde Nacht kommt auf uns zu. Im Osten ein ähnliches Bild, bis zu 27 Grad sind heute drin, 28 Grad sogar am Abend. Und in der Nacht sinken die Temperaturen hier ein bisschen weiter, etwa 17 bis 19 Grad haben wir dann in der Nacht im Osten. Die nächsten Tage schauen leider nicht ganz so rosig aus, also heute unbedingt noch den Sommertag nutzen. Morgen 25 Grad, am Freitag nur noch 18 Grad, also da purzeln die Temperaturen drastisch runter und es wird auch nass. Also unbedingt Regengewand mitnehmen. Im Osten haben wir noch ein bisschen eine Schonfrist, morgen 29 Grad, am Freitag 27 Grad. Aber auch hier am Wochenende, da purzeln die Temperaturen ordentlich und es wird nass.